Hallo und willkommen zurück zu Warhammer, Mark of Chaos, der imperialen Kampagne. Wir sind im dritten Kapitel und wir nähern uns der letzten Schlacht des dritten Kapitels. Aber wir müssen erstmal noch hier die Macht des Chaos aufsuchen. Nachdem endlich Aurelions elfische Armee uns den Weg bereitet hat, kann, also dem Stefan von Kessel den Weg bereitet hat, kann Stefan von Kessel endlich vorrücken und sich in die nächste Region begeben. Und dort wartet natürlich wieder ein kleiner Text auf uns. Als Stefan und seine Armee sich der Festung Otto Grubers nähern, lastet die Macht des Chaos schwer auf der Region. Seltsame Stimmen wispern im Wind, der Himmel kocht über vor Macht, der Boden ist trocken und verdorrt. Ja, dann heißt es wohl definitiv, hier müssen wir eingreifen. Und wir werden uns der Festung der Verwesung nähern und zusehen, dass wir Otto Gruber aus dieser Festung herausprügeln, wie es sich gehört. Otto Gruber hat sich in einer bizarren Burg im Gebirge zurückgezogen, wo er seine Truppen sammelt und einen Angriff auf das Imperium vorbereitet. Er muss zur Rechenschaft gezogen werden. Ja, und das wollen wir tun. Also, auf in den Kampf. Wähle die Waffen oder die Truppen. Ich würde sagen, wir nehmen die erfahrensten der Erfahrenen mit. Und dazu gehört leider nicht unser Feuermagier. Wir haben den Mörser mitgenommen, aber ich glaube, den brauchen wir nicht. Wir nehmen die Kanone definitiv mit. Der Steinschleuder hat leider auch nichts an Erfahrung. Deshalb nehmen wir hier die. Ah, Moment. Das ist eine Festung. Es ist eine Festung, das sollten wir berücksichtigen. Da hat die Steinschleuder vielleicht tatsächlich mehr zu sagen als jetzt ein Mörser oder ein Salvengeschütz. So, was brauchen wir? Wir brauchen Musketenschützen. Wir brauchen unsere Jäger, Speer. Ich hätte gern ein paar Infanteristen. Ich hätte gerne die Hellebardenträger. Nein, die Hellebardenträger brauche ich eigentlich nicht. Die Kavallerie, die sollte relativ zügig unterwegs sein. Ich nehme noch eine Musketenreihe mit und die Zwerge. Unsere Verbündeten, die Zwerge, die haben ihr komplettes Kontingent mitgenommen. Das soll auch honoriert werden. Hier sollten wir mal aufpassen, dass wir auch entsprechend Material an unsere Leute weitergeben, damit die Besten der Besten auch die beste Ausrüstung haben. Deshalb Hütchen abgeben bitte. Danke. Magieresistenz und Bewegungsrate. Rüstung und Trefferpunkt, Rüstung und anderes. Jeder von euch hat sein eigenes Halsband, das heißt, er kann seins behalten. Bewegungsstiefel können wir auch da lassen. Der Ring, der uns vor Geschossen schützt. Stefan, nimm das Ding mal an dich. So, mehr können wir den Leuten nicht plündern. Mehr bleibt uns da auch nicht übrig. Also wenden wir uns dem Krieg zu und schauen nach, was wir da erreichen können. Die Chaosgefahr geht nicht nur von den sterblichen Dienern der dunklen Götter aus, sondern auch von den dämonischen Wesen, die darauf brennen, aus dem Chaosreich einzudringen. Ja. Hier, das wird schon interessant. So eine Festung einzureißen dauert immer eine gewisse Zeit und meistens spielen wir die Sache unter Zeitdruck. Also, das wird alles nicht so einfach, wie man es sich erhofft. Da wollen wir mal sehen, was unsere Truppen erreichen können. Wo können sie denn effektiv wirken? Hier ist ein niedriges Loch. Ein tiefes Loch meine ich, auf der anderen Seite ebenfalls. Das heißt, wir können uns zwar dahinstellen, aber es würde uns nicht viel bringen, Bögen sind auch wenn bereit. Es wurde erspäht. unsere Speer weit genug sehen können. Schnell marschiert los! Oha, da gibt es noch mehr. Und ein Heilbrunnen. Altar der Vitalität, das heißt, wir können unsere Truppen da wieder aufstocken. Gut zu wissen, dass es das gibt.
Okay, ansonsten brauchen wir uns nicht unbedingt weiter nach vorne zu stellen. Wird uns nicht weiter helfen. Hier steht sogar noch ein Ramburg, ein Imperialer. Hier gibt es noch ein paar Belagerungstürme. Das Ding ist schon defekt. Das heißt, wir müssen erstmal außen die Truppen wegräumen, bevor wir über die Mauern gehen mit den Siegmars Belagerungstürmen. Blut! Grubers Armee wurde niedergemetzelt. Sie sind beim Sturm auf die Festung gefallen. Sie wurden wohl Zeuge seines Verrats. Ich fühle die Macht der Erde unter uns. So, mir wäre es jetzt ganz recht, wenn wir hier den Feind ordentlich wegpusten Feuer! könnten. Kanone kann weit Legt genug die schießen. Goldsteine ein! Und hier, wenn ihr euch nicht bewegen müsst, sondern nur. Ach, scheiße. Schade. Sie müssen tatsächlich vorwärts fahren. Für Magnus und das Imperium. Das finde ich immer ein bisschen blöd. Aber vielleicht treffen die gut und machen da ordentlich Schaden. Und dann muss der Feind erstmal zu uns kommen. Ja, oder sie treffen nichts, das kann natürlich auch passieren. Schickt uns So, los, mein Lord. Sofort, mein Formation. Lord. Wir sind bereit zu kämpfen. Bei Gremnias tätowiertem Hintern. Wo sollen wir hin? Oder wenn wir Es gleich wird mit Blut der fließen. Kavallerie Ich rein habe die müssen, Macht der aber wir werden Felsen erstmal da vorne erfresse auf und der anfangen, den Himmel. Feind zu stoppen. Das hilft dem Leben nicht zu gedeihen. So, weiter geht's. Ich sehne mich danach, die Feinde des Imperators zu töten. Dich sollten wir vielleicht mal bei den Zwergen einquartieren. So, rein Wir da. sind alle die Söhne Sigmars. Der Feind fürchtet Musketen sich. halten den Feind von uns fern. Die Armee des Imperators wird angegriffen. Bravo! Attacke! Die Macht Sigmars. Wird eine Weile dauern. Hier ist eine Botschaft von den Zwergen. Entfesselt unseren Zahn! Oh, jetzt wird's hier voll. Stacheln und Dornen folgen meinem Ruf. Reiß sie in Stücke! Feuer frei! Du wirst allmählich richtig voll. Sigmas hat den Feind zerschmettert. Gib mir die Ölkanne, du Schwachkopf! Mit dem Geschenk okay. des Lebens kommt der Fluch des Todes. Es ist nicht Sigmas So, Ich fühle Magier, die sammel doch bitte mal Macht ganz der schnell diesen Erde Gegenstand unter ein, uns. danke. Irgendwann dann doch. Die Macht Sigmas hat Ja, die zerstören uns den Turm. Jetzt wird's so langsam kritisch. Feuer frei! Der Tod hat keine Bedeutung, nur der Sieg zählt! So, Tötet auf die geht's. Schlag Unreinen! zu. Vernichtet den Feind. Tod dem Feind! Es ist nicht Sigmas Wille! So, da gibt es Fußtruppen, die wir noch angreifen können. Unser Magier kann sich noch schnell einen Trank schnappen und ansonsten sollten wir vielleicht mal anfangen, diese Flugviecher niederzuringen. Feuer frei! Qualität aus Nullen! Qualität aus Nullen, jawohl. Gib mir die Ölkanne, du Schwachkopf! Hey, nicht solche freche Worte gegen mich. Das sind noch ein paar Nahkampftruppen, die sollten wir also allmählich hier niederringen. Tu dein Werk. Die Macht Sigmas hat den Feind zerschmettert. Die Armee des Imperators wird angegriffen. So, wen haben wir denn wo und wie weit vorne? Keine Ahnung. Aber zuerst einmal haben wir alle feindlichen Truppen besiegt. Lassen wir uns von Sigmar leiten! Es wird Blut fließen! So, hier können wir mal ein paar Leute Die zusammenziehen. Jadeschule hat mich gesandt, um euch Da zu können wir uns auch helfen. noch mal ausheilen lassen. Bewegung! Und hier kann unser Speer sein Werk tun und spähen. Wir rücken vor, wie befohlen! Oh, die haben den Magier gesehen. Geschenk des Lebens Lauf! Kommt der Fluch des Todes. Ja, das wäre der erste Kreis, den ich einnehmen muss. Kanone, Kanone, wo ist die Kanone? Da ist die Kanone. Bereit zum Feuern. Sorgt doch mal dafür, dass das Feuert da wegkommt. Auf meinen Befehl. Steinschleuder. Überprüft die Verbindung, Junge.
Sorgt doch mal dafür, dass das da Lass den wegkommt. großen Brocken auf die Mistkerle fallen! Und gleich haben wir den Heilbrunnen. Das heißt, wir können unsere wir Kavallerie euren Befehl. Ordentlich ausheilen und kurieren lassen. Sigmar kann euch Stärke verleihen! Oh oh. Die Armee des Imperators wird mit Lanze und Schild! Wie viele Lebenspunkte ist dann da, sind da drin? Keine Ahnung. Die Lehre des Lebens kennt alle Dinge. Sieg so, hier oder Tod. Gehen wir mal ein bisschen näher ran. Du solltest vielleicht nicht zu nah. Jawohl. So, mach doch mal kurz die Wand weg. Wenn wir dann eine Lücke haben, können wir da durch. Unsere Reiterei heilt sich durch. Das ist super. Es wird Blut fließen. Da steht jetzt an dem Objekt nicht doch. Steht dran, wie viel Energie das Ding noch hat. Kommt kein Feind näher, die warten also auch ab. Na gut, die haben die Zeit auf ihrer Seite. Ich muss ja an einer bestimmten Geschwindigkeit dadurch. Und leider sieht man wiederum nicht, wie stark die Mauer beschädigt ist. Sagt einfach Bescheid, mein Lord. So, das wäre erledigt. Unsere Reiterei ist wieder fit und kann eingesetzt werden. Macht eigentlich unsere Kanone nichts. War ja klar. Beginnen Bombardierung. Bitte auch mal das Ding wegräumen. Ich könnte jetzt mit der Kavallerie ganz kurz hier vorne das Ding einnehmen. Wenn sie lange genug durchhalten, können sie danach nochmal zurück. Vorwärts. Ich glaube, das ist ein Plan. Vorwärts. Da haben sie was gemacht in der Zeit. Die Lehre des Lebens kennt alle Dinge. Ja, lange wird diese Mauer nicht mehr stehen. Ja, da leider noch lange genug. Aber so können wir es jetzt mal noch ein paar Minuten erkaufen. Wenn wir diese Zone hier einnehmen, bleibt da drin. Ich sag's euch nur einmal, ihr bleibt da drin. Im Galopp. Und nehmt das Ding ein. Der Schoßhund des Imperators besucht mich? Hör auf mit dem Gekläffe, bevor ich dich auspeitsche! So, gleich haben wir's. Nicht mehr lange, meine Freunde. Noch ein bisschen durchhalten. Perfekt. Und Rückzug. Im Galopp! Der Feind wurde erspäht. So, wie machen wir weiter? Wir müssten es auf die Mauern. Wille. Allerdings kommen wir nicht so einfach auf die Mauern. Dann nutzen wir doch mal die Kanone, die diesen Null. Turm wegmacht. Und auch unser Katapult sollte dieses reichen. Ding einäschern. Ein Treffer sollte reichen? Echt jetzt? Das will ich sehen. Es wird Blut fließen. So, heilt euch mal, ihr Ritter. Der Tafelrunde. Bereit zum Feuern. Ihr sollt nicht in Kuschelkurs fahren. Ihr sollt die Dinger Zieht abschießen. Also schießt. Tarnkranz fest. Unsere Bögen gehören euch. Leute. Ölt das Gesperr. Die haben echt nur Lust, da hinten hinzufahren, aber nicht auf den Feind zu schießen. Dann schießt da oben hin. Wenn ihr die Mauer nicht sprengen wollt, dann schießt auf die Türme. Und zwar auf die Besatzung der Türme. Ist nicht dein Ernst, oder? Guten Bergstein. Jawohl. Ja, aber in die falsche Richtung. Lauf! ihr macht mich fertig. Eure loyalen Diener. So, wir könnten jetzt den Innenhof stürmen, aber das ist, glaube ich, noch ein bisschen zu früh. Wir werden erstmal noch ein bisschen warten müssen. Wo soll der Felsen denn hin? Ja, am besten da oben drauf. Das mal. Könnt ihr das wenigstens von da aus machen? Ja, das geht.
Ach, wie nützlich Speer sind. Sigmas hat den Feind zerschmettert. okay. Läuft, läuft, läuft. Passt schon. Wir haben auch unsere zusätzlichen Minuten bald aufgebraucht. Das heißt, wir müssen gleich wieder auf die... Ja, 12 Minuten haben wir noch. Die normale Zeit kämpfen. Und ich komme nicht wirklich voran, weil da oben... Oh, da oben ist frei. Was macht denn die Kanone jetzt? Fertig und bereit. Triffst du die hier oben? Mal probier's einfach mal. Wo soll der Felsen denn hin? Lass den großen Brocken auf die Mistkerle fallen. Wenn wir jetzt wirklich all seine Verteidigungstürme niederringen, dann haben wir echt gleich leichteres Spiel. Ja, die schießen auch nur blind runter, in der Hoffnung, zu treffen, ohne zu wissen, wo wir stehen. Knallt sie weg! So, wenn wir das wirklich weg haben, das Gezeug, dann können wir uns eigentlich gleich mal durch diese Bresche hier durchwagen. Ich sehne mich danach, ich glaube, wir werden jetzt erstmal die Zwerge hier oben kurz mal Heilung sammeln. Und danach wird es zeitlich langsam eng. Ja, wir müssten auf jeden Fall mal hier das noch loswerden. Das wäre echt super. Oh, so langsam hat das raus, wo wir stehen. Leg die Grollsteine ein! Aber das war's. Naja, nicht ganz. Das war's zumindest. Was ein Grollstein ist. Das war's zumindest für die. Das Imperium wird so, nicht ganz lauft, los Freunde, lauft. Der Feind wird mich nicht zurückdrängen. Was zumindest für die erste Sigmar, Truppe. Die Fernwaffen, die möglichst großen Reichweiten. Super, wir können gleich das Gelände stürmen. Wir brauchen auch den Rambock nicht, was eigentlich ganz angenehm ist. Aber wir könnten ihn trotzdem mal kurz da hinten gegen den Turm schicken. Hier können wir auch noch kurz den Belagerungsturm anstellen. Bewegt euch, ihr Schnecken! Unsere Fahne ist euer! Der Feind wurde erspäht. Ja, wo denn? Da hinten? Ja, da braucht echt ordentlich noch Truppen. Das ist nicht gut. Weiter geht's. Wir sind bereit zu kämpfen. Schreitet schnell voran, Jungs. Eine gute Jagd. So, wir werden jetzt tatsächlich wagemutig nach vorne stürmen. Und, ja, den Feind möglichst schnell im Nahkampf, im Bodenkampf vernichten. Mit Lanze und Schild. Meine Stärke deshalb mit allen Leuten rein, die sich dafür anbieten. Der Felsen, der Flüsse und der Himmel. Du sollst da reinlaufen. Dankeschön. Die Armee des Imperators wird angegriffen. Wir gehorchen euren Befehlen. So, die Truppe wird jetzt erstmal angegriffen. Wir haben den Ansturm. Das sollte eigentlich ganz gut funktionieren. Jetzt kommt der Gegenschlag, deshalb wieder raus. Die Götter gewährten uns diesen Tag, um Ruhm zu erlangen. Ein harter Schlag könnte das. So, nochmal ganz kurz hier. Tabula rasa. Der Tod hat keine Bedeutung, nur der Sieg zählt. Und solange hier das Ding unten steht und Ärger macht, sind die Fernkämpfer auch damit beschäftigt und wir können hier ohne viel Beschuss den Feind in Grund und Boden rammen. Wir werden uns diesen Tag, um Ruhm zu erlangen. Wo sind unsere Musketenschützen? Wir sind bereit, mein Lord. Räumt das weg.
So, sie kommen näher, das ist gut. Die Fernkämpfer könnten versuchen, da hinten was zu zerstören. Zeigt ihnen, was ein Grollstein ist! Abschießen! Wie Sigma befiehlt! So, die Feinde sind besiegt im Inneren. Die meisten jedenfalls. Bringt die Stärke Sigmas dorthin, wo sie benötigt wird. Sigma, gewähre mir Stärke! So, Stefan von Kessel wird jetzt mal in den Schlachtermodus wechseln. Hier können wir gleich mal Heilung brauchen. Bist du tapfer genug, mich allein herauszufordern? Stefan von Kessel. Wir werden diesen Abschaum hinfortjagen. Die Feinde werden mit ihrem Blut zahlen. Stefan von Kessel steht im Duellkampf gegen Gruber. Oder seinen Lakaien. Und das gleiche wird jetzt auch unserem helf mir. Links, unserem Gunther heißt er, passieren. So, hier hauen wir jetzt mal mit Gewalt zu. Großvater, dein treuer Diener benötigt deine pustlige Hilfe. Der Tod hat keine Bedeutung, nur der Sieg zählt. Hexenfluch, keine Ahnung, was es kann. Ich nehme es jetzt einfach mal. Da hinten wird jetzt das Land erobert. Vielleicht müssen wir gar nicht bis zum Ende kämpfen. Kraft des Glaubens. Stefan von Kessel hat anscheinend schon gewonnen. Ich werde es erledigen. Dies ist unmöglich. Ha! Die haben ja nichts drauf. Ihr habt recht, Junge. Schnell noch ein bisschen Gold sammeln. Und hier nochmal ein paar Kräfte freirufen. Ja, da kommen wir nicht an das Ding daran. Ist ein bisschen schade. Aber ich glaube, wir haben alles erobert, was wir erobern müssen. Hoffentlich. Ein feindlicher Anführer wurde in Mors Arme geschickt. Der Tod hat Und hier sorgen wir dafür, dass wir auch noch ein bisschen Heilung kriegen. Ich weiß nicht, ob wir wirklich jeden vernichten müssen. Der Sieg ist uns sicher. Oh, ist ein Banner. Okay. Langsam, noch ein Gegenstand. So mögen wir es. Unsere Befehle sind eindeutig. Der Imperator befiehlt. Die Armee des Imperators wird angegriffen. Unsere so, und noch den Gegenstand. So, ich weiß gar nicht mehr, wo wir noch hin müssen. Vereint wir haben doch eigentlich alles scheitern. Eingenommen. Ich folge dem Willen Sigmars. Ihr verlangt zu viel, mein Lord. Niemand soll uns aufhalten. So, dann lauft mal darüber. Irgendwo wird der Feind wohl noch lauern. Sonst werden wir ja fertig. Fest. Keine Ahnung. Vielleicht gibt es hier außen noch eine flüchtende Truppe, die nicht ganz rauskommt oder so. Oder vielleicht muss ich noch eine weitere Position irgendwo einnehmen. Ich habe keine Ahnung. Ich hätte gedacht, wir hätten jetzt schon gewonnen. Naja, da ist noch jemand. Das Imperium wird obsiegen. So, Stefan von Kessel räumt jetzt mit den letzten Truppen noch auf. Ich sehe gerade, dass da noch eine ist. Diese barbaren Axtwerfer. Schön dranbleiben. Und ich gewähre auch keine. Jawohl. Ich glaube, das war's. Alle vernichtet. Und das mit erschreckend wenig Verlusten. Also ich habe was richtig gemacht bei der ganzen Geschichte. Unser Vormarsch muss weitergehen. Und da wurde er ausgerufen, der Sieg, endlich gewonnen. Ja, das war doch mal spannend. Schauen wir uns doch mal den Rest noch an, was jetzt noch kommt. Die Chaos-Armee ist besiegt. In den Ruinen liegt Otto Gruber, einst Kurfürst des Imperiums, von den falschen Versprechungen des Chaosgötter zu Fall gebracht. Diesmal habe ich es geschafft. Die Runenklaue der Ostmark. Das
Symbol des Kurfürsten. Einst trug mein Großvater diese Klinge, ehe du ihn verraten hast. Ihn und das ganze Imperium. Sie ist mein. Sie wurde meiner Familie gestohlen. Ich habe sie wieder. Sie wird erneut ihrem wahren Zweck dienen, gegen die Feinde des Imperiums. So sollte es nicht enden. Ich sollte unsterblich werden, die rechte Hand des Herrschers der Verwesung. Wenn die Armeen nach Süden ziehen, wer außer mir soll ihnen den Weg ebnen? Ich habe Großvater Nurgle meine Seele verkauft, doch ich habe versagt. Ich verfaule. Ich habe... Oh. Verbrennt ihn! Schickt dem Imperator die Asche als Geschenk. Es ist das Blutrecht meiner Familie, diese Klinge zu führen. Die Runenklaue ist das Zeichen eines Fürsten. Ich fordere sie für die Familie von Kessel. Wer das anfechten will, der spreche jetzt. Hauptmann, Neuigkeiten aus Nordland. Eine große Armee der dunklen Götter ist südwärts unterwegs, geführt von einem fleischgewordenen Albtraum, einem Prinzen des Bösen. Ein Dämonenprinz? Hier im Imperium? Erruhigt euch, erzählt mir alles. Die Armee marschiert gerade nach Osten. Keine Spur der Elfen, keine Nachricht von Prinz Kalanos. Talapheim ist schutzlos. Schickt Speer, um den Reichsmarschall und die Armee von Lady Aurelion zu finden. Sagt ihnen Bescheid und erstattet mir dann Bericht. Ich fürchte, Kalanos und sein Heer wurden vernichtet. Sie kämpften allein, als wir an ihrer Seite sein sollten. Wir müssen unsere Truppen sammeln und Talapheim halten. Männer des Imperiums, der Krieg ist noch nicht vorbei. Wir kämpfen weiter. Tja, und da gab es kein Jubelschreien. Wer möchte denn weiterkämpfen? Huiuiui. Gibt also noch viel zu tun in Kapitel 4. Der Endkampf. Scheinbar auch der letzte Teil. Der teuflische Otto Gruber wurde entlarvt und vernichtet. Doch lauert eine noch größere Gefahr. Die Elfen schafften es ohne die Hilfe des Imperiums nicht, den Vormarsch der Chaostruppen zu stoppen. Die Nordmänner und ihre bizarren Verbündeten, die jetzt von einem mächtigen Dämonenprinzen geführt werden, sind in großer Zahl eingefallen, um die befestigte Stadt Talapheim zu erobern. Stefan von Kessel und die Elfin Aurelion wollen nun ihre Kräfte vereinen, um das Chaos aufzuhalten. Tja. Der letzte Teil, Kapitel 4, steht uns bevor. Wir müssen Talapheim, die Stadt, die in einem Kratertalkessel liegt. Man sieht das hier, so auf der Karte, so links, da wo es hingehen wird. Tja, und dort wird dann der letzte Kampf stattfinden. Aber das ist in einer anderen Folge, die kommt noch. Und bis dahin, gute Nacht da draußen. Was immer ihr sein mögt.